Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg zockt. Mexiko, haben wir hinter uns, haben wir gewonnen, wir sind auf einem guten Weg, ja. Titelverteidigung ruft, ich bin immer noch verwundert, dass das geht mit der KI-Stufe 82. Mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz nach so viel klingen, aber für mich ist das tatsächlich relativ viel, zumal ich ja wirklich mit 2019 jetzt zum ersten Mal wieder ein Formel-1-Spiel gespielt habe. Eben seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren bald. Also von daher, ich bin zufrieden. Aber wir haben natürlich den Titel noch nicht verteidigt, wir müssen weiterkämpfen. Es sind, glaube ich, noch 3 Rennen. Das nächste ist in den USA und dort sehen wir uns zum Rennen, falls nicht irgendwas im Qualify passiert, würde ich mal sagen. Okay, dann bis hoffentlich gleich. So, da sind wir im Rennen. Und ja, es wurde nur Rang 6. Ich hatte einen kleinen Dreher. Also nicht mal einen Dreher, sondern so gerutscht. Und das hat natürlich Zeit gekostet. Endlos. Und dann vor lauter Ärgern, so schlimm war es zwar nicht, aber ich habe dann vergessen, das Ding drauf zu nehmen, wo die Startposition bekannt gegeben werden. Tut mir leid, das ist also dieses Mal nicht drin. Einfach nicht aufgenommen. Abgeklemmt. Naja gut, die Flügel sind auf 3 und 4. Recht flockig, sage ich mal. Und das Wetter ist bestens. Und wir haben einen neuen Verbrennungsmotor, weil Jeff im letzten Rennen noch gesagt hat, dass da etwas nicht mehr so gut ist. Und jetzt wird es hier halt einmal mehr. Na, stehen und fallen damit, was wir an Höchstgeschwindigkeit hinkriegen. Auf der Geraden. Ich bin schon mal gespannt und hier würden wir natürlich gerne die Flügel behalten, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, eine Position verloren. Boah, Kollege, fahr ein bisschen. Boah, da muss ich wieder bremsen. Oh, das ist natürlich gar nicht ideal, was ich hier mache, aber ich konnte gar nicht anders. Sonst wäre ich hier Gasly hinten reingekachelt. Okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Gefällt mir nicht Rang 7, ist ganz klar. Ich komme nicht dran vorbei. Boah, die zischen davon. Also wir haben fette Benzinmischung, wir haben Hot Lap eingestellt sogar. Ja, doch, ich komme ran. Aber mit viel, viel Anlauf komme ich nur ran. Jo, das war knapp, hat aber geklappt. Wir sind auf der 6, sind wieder dort, wo wir angefangen haben. Schon wieder eine Vorwarnung, habe ich ihn tatsächlich erwischt? Gasly, tut mir leid, das war natürlich nicht die Idee. Boah, sag mal, es bremst nicht, das Dingens. Die sind dort auch am Fighten. Volle Pulle. Perez noch holen. Dreht mich hier überall ein bisschen weit raus. Die Reifen sind okay, das ist eigentlich kein Problem. So, ein bisschen konzentrieren, muss auch manchmal sein. Ich bin hier öfters auf dem Curbs als auf der Straße, aber wenn es die Rennleitung nicht juckt, wie gesagt, dann ist mir das in der Regel auch relativ egal. Da habe ich wieder ein bisschen verloren. Man sieht, er zieht davon. Und da zieht es mich raus. Was ist das denn? Da kommen schon die Nächsten. Warum zieht es mich denn dort so raus? Und dann hauen die natürlich ab. Das ist irgendwie... gefällt mir nicht. Ich mag die Strecke. Keine Frage. Ich würde auch sagen, die liegt mir eigentlich. Aber im Moment läuft es gerade... nicht so. Ist das die Tagesform, die hier heute bei mir nicht so will? Oder bessert sich das noch? Wir werden es rausfinden. Ich bin eigentlich noch relativ zuversichtlich. Weil viel verloren in dem Sinn haben wir noch nicht. Noch nicht. Aber wir können natürlich jetzt auch nur noch dazu gewinnen. Wobei, eben von hinten werden wir auch belagert. Also das heißt natürlich, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wie es nach hinten ausgerichtet aussieht. Wie viel haben wir Abstand wegen DRS nachher? Okay, wir sind jetzt würde reichen. Das DRS wurde aktiviert. Also jetzt wird es noch reichen. Ich hoffe, das ist nachher auch noch so. Es fühlt sich an, als wären die Reifen irgendwie nicht wirklich... Das gibt's doch nicht. Die Reifen sind völlig okay.
Wir werden tatsächlich von hinten auch noch angegriffen. Naja. Ist das Auto, hätte ich den Verbrennungsmotor nicht irgendwie raus, also nicht ändern sollen? War der so gut, der alte? Die können doch nicht sich so unterscheiden. Dass wir jetzt tatsächlich mit dieser Monsterkarre hier Probleme haben. Die haben wahrscheinlich die Flügel noch ein bisschen aggressiver eingestellt. Das kann natürlich sein, aber dann sollten wir eben in den Kurven Vorteile haben und davon sehe ich im Moment gerade herzlich wenig. Ja, und ihr seht es ja selber. Mich zieht es hier tatsächlich übel raus teilweise. Und Drehgefahr natürlich dann. Vielleicht die Flügel auch nicht ideal eingestellt. Das ist natürlich auch möglich. Dann kriegt man dann auf der Strecke die Quittung. Das ist natürlich auch klar. So. Das müsste eigentlich reichen für DRS. Ja. Aber wir haben schon wieder ein Zehntel verloren. Diesen Zehntel hätte ich gerne wieder. Ich kann natürlich nicht ewig so fahren mit ERS. Und guck mal, der hinter uns, der gibt keine Ruhe. Das bin ich mich so gar nicht gewohnt. Normalerweise jagen wir die Vorderen, aber nicht, dass uns irgendwelche Leute hinter uns nochmal wahnsinnig gefährlich werden. Ja, der ist dicht hinten dran. Gibt's ja nicht. Sagen Sie mal, was ist denn los mit unserem Ferrari heute? Der kriegt hier DRS, wir kriegen wieder keins. Es ist aber auch ein Hin und Her hier in Amerika, krass. Aber trotzdem, die Strecke macht mir Spaß, muss ich sagen. DRS ist noch okay, das kann ich noch lassen. Wir kriegen DRS, sehr schön. Auch wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen die Kurve nicht schön erwischt haben. Zum Glück war der Messpunkt davor. Sonst hätten wir DRS nicht mehr gekriegt. Bömmel, den haben wir. Ein Ziel erreicht. Wir sind auf der 6, also das ist natürlich schon nicht, was ich möchte. Bisschen abkürzen muss erlaubt sein. DRS kriegen wir, sehr gut. Dann kommen wir ein bisschen näher ran. Und vor allem kommt uns dann Hamilton nicht näher, der ist jetzt hinter uns. Jetzt muss ich aber mit DRS langsam aufpassen. Zu spät gebremst leider. Okay. Ich würde mal sagen, in der 7. ungefähr rein. Plus, minus. So, ich muss mich echt konzentrieren. Ich möchte hier nicht Sechster werden. Das kann es nicht sein. Und Weber ist ganz weit vorne. Das heißt, der würde uns wahrscheinlich gleich wieder ablösen auf der Nummer 1.
Und auch wenn ich immer sage, ich möchte nicht unbedingt jetzt die Titelverteidigung erzwingen, sondern fahren, möchte ich natürlich trotzdem die Titel verteidigen und fahren. Im Moment haben wir das Fahren, also das macht Spaß, so, das ist klar. Das ist halt wieder ein Rennen gegen Gegner, nicht irgendwie ein einsames Rumgefahren. Ja, der ist ein bisschen auf Distanz und jetzt kommen wir aber an Perez ran. Und zwar wie ein Düsenjäger. Sehr gut. Wieder ein bisschen zu spät, beziehungsweise absichtlich eigentlich später gebremst. Dankeschön. Weil ich den Weg brauchte, um ihn zu überholen. Ja, die sehen eigentlich noch okay aus. Nicht gerade top, aber okay zumindest. Keine Ehre, DRS. Schade. Auf der Straße bleiben wir, Eisenberg. Ja, wir sind ein bisschen zurückgefallen wieder. Aber jetzt sind sie dort wieder am Fighten. Das könnte uns natürlich wieder entgegenkommen. Jetzt sind wir auf der 5. Aber auch das ist nicht, was ich möchte. Aber ist ja auch kein Wunschkonzert. Uff. Ja, dass da die Rennleitung nicht sagt, das ist denen alles egal, was man hier macht. Gut zu wissen. Ja, ja. Mache ich gerade, weil hier geht es wieder auf die lange Gerade. Wo wir es doch gerade von Gerade hatten. DRS. Oh, falsche Dingens. Moment, ich räume. Das wollte ich. Jo, viel zu spät gebremst. Ich hab's gemerkt. Ah, schade. Ich bin gerade rangekommen. Und dann mache ich hier so einen Fehler. Und ich rutsche irgendwie im Stuhl immer weiter nach unten. Seht ihr mich überhaupt noch? Sonst, also ich fahre noch. Und ich kann mich gerade nicht normal hinsetzen. Tut mir leid. Oh cool, das macht wirklich Spaß. Das ist halt tatsächlich ein intensives Rennen. Wenn dann nicht die blöden Fehler wären, die ich da teilweise ein bisschen mache. Okay, ich musste, weil ich sinke hier langsam weg. Die anderen haben es natürlich gut. Die KI, die sitzt bequem, nehme ich an. Ja, jetzt geht es aber auch wieder. Jetzt ist es wieder besser bei mir. Also, konzentrieren wir uns wieder hier aufs Aufholen und ich muss dann mal noch schnell gucken, Runde 8, wir gehen rein, würde ich sagen, nachher. Ich werde, sobald wir auf der Geraden sind, der Box Bescheid geben. Flügelschaden haben wir nichts, das heißt, wir müssen nichts reparieren. Mache ich doch glatt. Wir kriegen keinen DRS wahrscheinlich, der ist zu weit weg. Ja, schade. Aber der Kollege kriegt DRS, jetzt müssen wir uns verteidigen, sonst sind wir Rang 5 dann gleich wieder los. Ich kann ihm nicht zumachen, das meine ich nicht, aber ich versuche weniger oder ein bisschen später zu bremsen, genau. Dann innen durchdüsen und dann haben wir das pariert. Ja, ja, mache ich doch, Chef, kein Ding. Da rutsche ich ein bisschen. Ja, spannend, wirklich. Vorne, nach vorne haben wir im Prinzip noch eine Chance. Nach hinten müssen wir aufpassen. Sie ist halt auch nicht ganz so einfach, wie sie scheint. Da geht nochmal jemand an die Box. Also die Strecke, die ist nicht ganz so einfach, wie sie auf den ersten Blick aussieht, finde ich. So, wir müssen hier mal diesen. Okay, jetzt habe ich mal Zeit, hier nochmal das Ganze zu richten. Für den zweiten Teil des Rennens. Sorry, fürs Mikrofon rumballern. Ja, ja, mach. Achso, da kommen lauter Autos. Deswegen konnte ich nicht raus. Alles klar. Ich kann mich erinnern, hier ist das Katapult. Genau, hier bin ich doch mal aus der Box raus, direkt in einen reingeknallt. Und da muss ich mich aufregen, weil das gibt's ja nicht.
Das ist wirklich ein sehr, sehr unguter, unorigineller, unschlauer Austrittspunkt für ein Katapult. Weil wenn dort... Was mache ich denn? Ja, das war jetzt tatsächlich nichts. Man kachelt halt dort genau ja in einen rein, wenn da einer kommt. Denn keiner kommt, so jetzt hat man Glück. Ja, ja, aber ich muss ja schnell fahren, hieß es. Ihr seid doch von Ferrari. Wir sind doch alle von Ferrari. Und die Ferraris müssen doch schnell fahren, sonst ist Ferrari unglücklich. Und ganz Italien weint, das will ich doch nicht. Um Gottes Willen. Jetzt sind auf der 13. Aber das ist natürlich noch nicht bereinigt. In dem Sinne, Hülkenberg zum Beispiel, der hat noch rote Reifen. Der wird jetzt wahrscheinlich Ende dieser Runde reingehen, würde ich mal sagen. In Sachen Boxenstopps. Was die Zeit angeht, müssen wir eigentlich führend sein. Mit diesen 30%, die wir da als Bonus haben, vertraglich. Na, mein liebes Auto. Bisschen weit rausgekommen, macht hier aber nichts. Ja, da geht Hülkenberg an die Box. Mal gucken, wen wir jetzt alles überholen hier. Auf der 6 sind wir. Dann haben wir aber hoffentlich nochmal zwei vor uns mit roten Reifen. Okay. So, ich habe vorher nicht aufgepasst. Die Reifen sind natürlich ganz anders jetzt wie die, die wir hatten. Und ich bin gleich gefahren wie mit den roten, die abgefahren waren. Deswegen hatte ich vorher so eine komische Runde. Vor lauter überlegen, labern und tun. Jetzt habe ich mich wieder dran gewöhnt. Jetzt müsste eigentlich wieder funktionieren. Kein DRS, aber ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen ran. Verstappen hat auch gelbe Reifen. Also der ist auch rechnerisch vor uns wahrscheinlich. Ich muss da halt immer dazu sagen, eben, außer der hat mit gelben angefangen, das ist klar. Da müsste er noch rein und würde dann wahrscheinlich auf rote wechseln, dann würden wir ihn überholen. Aber in der Regel fängt man ja mit roten an, bei schönem Wetter etc. Also wird der tatsächlich schon an der Box gewesen sein. Ich könnte natürlich Chef fragen, der weiß sowas. Aber so wichtig ist es jetzt nicht, wir müssen einfach schnell fahren. Jetzt ist Leclerc in der Box oder an der Box. Jo, wo, wo, Herr Heisenberg, so nicht. Eieiei, wieder abgekürzt. Aber es gibt Stellen, da sagt tatsächlich die Rennleitung keinen Ton. 5 Runden. Ja, können wir lassen. Können auch lassen. Okay, wir sind auf der 5. Oh, nicht jetzt mich schubsen, Kollege. Oh, ich glaube, ich habe den gedreht. Sorry. Oh, das war natürlich auch nicht, was ich wollte. Aber wieder, die Rennleitung sagt nichts. Also dann, muss ich sagen, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Weil die sagen bei jedem kleinen Rempler, dass man irgendwie eine Verwarnung kriegt. Und da hat der sich gedreht. Ich weiß nicht warum. Hat sicher mit mir zu tun gehabt, aber ich glaube, ich war nicht der Auslöser. Sonst hätte die Rennleitung eigentlich was sagen müssen. Das ist immer das gleiche Thema. Wir haben noch 3 Runden und wir sind doch relativ weit weg. Also wir kriegen nicht mal DRS. Gefällt mir nicht das Rennen. Ich weiß nicht, wo der Wurm drin liegt. Keine Ahnung. Oder wo der Wurm drin steckt. Oder der steckt halt irgendwo und ich weiß nicht wo. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen schweigsam sein. Ich möchte hier tatsächlich noch aufholen. Wenn es irgendwie geht, dass wir wenigstens einen Platz noch haben. Also noch verbessern können. Oh, Charles hat ein Problem. Oh Gott, der Ferrari ist ausgestiegen. Das ist natürlich ein schlechtes Omen für uns. Wir haben auch einen Ferrari. Ja, okay, so sind wir auf der 4. Wir haben geerbt und wir sind 1,3 hinter Verstappen. Das müssen wir jetzt noch reduzieren, damit wir in die DRS-Zone reinkommen. Ich bin immer noch auf Überholen beim ERS, also das Auto müsste top sein. Jo. Hab's live mitverfolgen können, leider. Aber wir haben die Konstrukteursweltmeisterschaft ja eh schon gewonnen, die haben wir in der Tasche. Also von daher ist es für uns jetzt nicht so schlimm, weil uns schenkt es einen Platz, einen zusätzlichen.
Persönlich tut es mir für Leclerc natürlich leid. Ich mag den, seit ich seine Twitch-Streams gesehen habe. Aber, oh, wir kriegen DRS. Zwei Runden noch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir schon profitieren, aber nein. Jetzt hat aber Verstappen natürlich Ricciardo. Oh, come on, Kollege. Eingeholt. Zum Glück habe ich mittlerweile, ich sage es einmal so, das Auto Bömmel so weit im Griff, dass ich da nicht jedes Mal einfach hinten reinfahre, wenn es für die Bremse nicht reicht oder zum Bremsen. Sondern da tatsächlich auch noch ein bisschen reagieren kann jeweils. So wie hier zum Beispiel. Ich möchte noch an dem vorbei. Wir sind nur auf der 4. Oh, was machen sie? Die bleiben fast stehen. Das war natürlich wieder eine Abkürzung, aber ich glaube, da hat die Rennleitung gesehen, dass wir hier gerade im Infight sind. So wieder. Ich fahre hier kreuz und quer, aber ich darf jetzt die nicht wieder verlieren hier. Komm, 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 Auto, komm. Ah, reicht nicht. Indoor, genau. Und jetzt gib ihm. Jawohl, den haben wir. Ich krieg noch DRS. Oh, oh. Ja, den Herrn Verstappen nehmen wir auch noch mit. Ich muss zwar bremsen, ich bin aber in. Entschuldigung. Das ist hier ein heftiger Kampf. Ja, das gibt eine Verwarnung. Jetzt bremst er mich hier fast schon aus, der Kollege. Uah, was für ein Rennen. Das ist wirklich cool. Ich gehe ihn durch, wenn es klappt. Boah, er verteidigt ganz generös. Wir sind noch nicht mal... Also ist nicht der Platz im Kampf 1. Sondern das ist der Platz um, der Kampf um Platz 2, was wir hier haben. Letzte Runde. Ich muss mit dem ERS nochmal runter, damit ich das ERS auf der Geraden nutzen kann. Cool, ein richtiger Zweikampf. Genauso wie er sein soll. Da bremst Verstappen, kennt er nichts. Ja, mit DRS zusammen müsste das reichen, wenn ich DRS wieder reinschalten kann. So, da müssen wir doch dran vorbeikommen. Jawohl, mit voller Power. Ein bisschen, oh ja, nö, come on. Ja, das war natürlich jetzt gar nichts, oh nö. Ich habe extra später gebremst. Oh, naja, das ist, wenn man Risiko geht. Jetzt habe ich es verdattelt. Das hat er clever gemacht. Ich habe ihn zuerst behauptet, ich mal relativ clever überholt. Aber jetzt habe ich tatsächlich verzockt. Schade. Heisenberg zockt, hat verzockt. Naja, gut, aber es hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Lando Norris gewinnt die Kiste. Und wir werden Vierter. Das hätte besser sein können. Dritter. Oder wenn es geklappt hätte, Zweiter. Ja, muss ich nicht die Gummiriemen aufsammeln? Heute nicht? Okay. Hab schon die richtigen Schuhe dafür angezogen. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Ja, Red Bull ist der definitiv. Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt.
um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und nicht schlecht, jo. Schauen wir uns mal das Ganze genauer an. Weber ist auf der 7. Das heißt, wir haben natürlich jetzt wieder Abstand zu ihm gewonnen. Lando Norris gratuliere ich ganz herzlich. Max Verstappen, Daniel Ricciardo auf der 3, auch stark. Wir sind auf der 4. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Ich rede jetzt halt drüber, auch wenn die reden, aber die sagen immer ein bisschen das Gleiche. Also von daher verpassen wir nichts. Das hat man in der letzten Folge schon. Genau, Ferrari ist durch, das ist klar. Und wir sind hier immer noch Erster. 28 Punkte. Das heißt, Moment, es stört eben trotzdem, wenn hinten einer labert. Ja, freue ich mich auch. Also, 28 Punkte. Ich weiß nicht, wie viele das vorher waren. Nicht viel. Es war nicht viel weniger. Also von daher, ja, ist im Prinzip das Rennen 1:1 so ausgegangen. Oder es ist gleich. Wir sind ganz einfach. Es sieht noch gleich aus wie vor dem Rennen. Außer, dass wir jetzt ein richtig cooles Rennen hatten. Das muss ich schon sagen. Das hat mir tatsächlich wirklich extrem gut gefallen. So, voll der Fight. Na, Madame, kommt's auch noch? Auch noch irgendwie ein Wunsch? Wenn es so lange lädt, kommt sie nicht. Meistens. Gut. Also, dann gehen wir hier rein. Dann haben wir's. Du hast dich gut geschlagen. Danke. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Cool, Ferrari ist auch zufrieden. Ja, also ich muss sagen, wirklich diese letzten 2-3 Runden, die waren für mich etwas vom Coolsten, was ich jetzt schon lange erlebt habe. Schon lange nicht mehr erlebt habe hier bei Formel 1. Also das war einfach Rennfeeling pur. So cool, einfach immer so knapp hinten dran, dann mal angreifen, dann überholt er wieder. Voll nett. Gut, also ja, dann hätten wir das. Es sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, jetzt noch 2 Rennen. Wir sind vorn, 28 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir könnten einmal ausfallen und einmal gewinnen und wir wären trotzdem wieder Weltmeister, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne. Ja, das stimmt so, glaube ich, nicht. Ist auch egal, ich möchte nicht ausfallen. Wir gewinnen jetzt die letzten beiden Rennen noch und genießen dann das Leben als Doppel... Ne, nicht als Doppelweltmeister, sondern... wie sagt man dem denn? Ja, im Prinzip doch, dann ist man auch Doppelweltmeister. Ich habe jetzt gar gedacht, Doppelweltmeister. Ja doch, das ist was Persönliches. Das ist nicht aufs Team bezogen. Ich dachte, dass das aufs Team bezogen ist für einen Moment. Nee, nee. Ja, ja. Wenn wir das werden, haben wir den Titel verteidigt, dann sind wir Doppelweltmeister. Oder sehe ich das falsch? Egal. Auf alle Fälle sind wir dann zweimal Weltmeister. Wie auch immer. Wir sind es noch nicht. Wir müssen noch mal fahren. Und das werden wir machen in der nächsten Folge. Ganz klar. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.